Junge Forscher gesucht, das ist der Titel des Schülerwettbewerbs in seiner 5. Ausgabe. Am Wettbewerb können sich demnach Jugendliche zwischen 16 und 20 Jahren einzeln oder in Gruppen beteiligen. Neu sind die Unterteilung der Projekte in 2 Kategorien, Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften. Die besten Ideen der beiden Kategorien werden mit Geldpreisen bis zu 3.000 Euro ausgezeichnet. Einreichetermin ist der 29. November 2013. Innovation, Forschung und Entwicklung ist etwas vom Wesentlichen für unsere Zukunft. Ich glaube, derjenige, der hier investiert, derjenige, der hier irgendwie an der Spitze ist, der wird auch eine bessere und sichere Zukunft haben. Und deswegen möchte man gerade die Jugend einen Anreiz geben, die Jugend einladen, sich daran zu beteiligen. Das heißt, dass wir vor allem auch versuchen, dass wir nicht nur für Südtirol, sondern vor allem auch, was Graubünden anbelangt, Bundesland Tirol, Trentino, dass wir gemeinsam hier zusammenarbeiten, dass Grenzen nichts Hinderliches sind, sondern dass sie uns die Möglichkeit geben, dass wir über die Grenzen hinweg zusammenarbeiten können. Wir möchten die Jugendlichen motivieren, dass sie sehen, dass gerade hier nicht nur abgewartet werden sollte, was machen die anderen, sondern dass sie selber aktiv sind. Organisiert vom EURAG, dank der Unterstützung von EURegio, werden in diesem Jahr die Experten der Landesabteilungen die Teilnehmer bei der Entwicklung ihrer Projekte unterstützen. Wir haben heuer uns überlegt, wir möchten gerne die Jugendlichen noch mehr unterstützen. Wir waren fasziniert von ihrer Motivation und Begeisterung, mit der sie mitgemacht haben. Aber wir haben gesehen, wie auch Herr Dr. Della Via vorhin erklärt hat, dass manchmal die Forscherseite etwas fehlt. Die Erfahrung der Forscher, die wissenschaftliche Herangehensweise, die überprüft, ob es Denkfehler gibt oder nicht. Und deshalb möchten wir gerne den Jugendlichen anbieten. Ihr könnt euch an uns wenden von EURAG Junior, fragt uns. Und wir werden dann versuchen, euch Experten zu vermitteln. Sowohl bei uns in der EURAG gibt es sehr gute Wissenschaftler, natürlich dann auch die Uni-Professoren. Es gibt verschiedene Mitarbeiter in der Leinburg, die sich schon gemeldet haben, jetzt schon sehr gerne mitarbeiten würden. Auch vom Stadtarchiv hat sich jemand gemeldet. Also es gibt genug Mitarbeiter des Landes, der EURAG, der Provinz, die also da gerne euch zur Seite stehen und mitarbeiten. Junge Forscher gesucht, ein Wettbewerb, der jedes Jahr aufs Neue stattfindet. Auch für die Ausgabe 2013 gibt es einige Neuheiten. Im Wettbewerb haben wir einige Neuigkeiten natürlich auch. Wir haben eine Unterscheidung jetzt zwischen den naturwissenschaftlichen Projekten und den geisteswissenschaftlichen Projekten. Und wir haben damit auch natürlich 6 Preise, einen ersten, zweiten, dritten für die Naturwissenschaften und das gleiche auch für die Geisteswissenschaften. Was noch dazu kommt, ist, dass wir entsprechend Geldpreise auch oder Geldmittel geben können für die Vorbereitung dieser Projekte. Und damit erhoffen wir uns, dass natürlich noch mehr Jugendliche an dem Wettbewerb teilnehmen werden. Der Wettbewerb ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Wir haben 2002 mit diesem Wettbewerb angefangen, der ja in anderen Ländern eine ganz große Tradition hat. Es geht einfach darum, Jugendliche für die Forschung zu sensibilisieren, für die Innovation zu sensibilisieren. Und sie sind letztendlich die Menschen von morgen, die, wenn man so will, auch den Erfolg dieser Region ausmachen werden. Die letzten 4 Ausgaben des Wettbewerbs haben gezeigt, wie viel Potenzial in den Köpfen und Händen der jungen EURegio-Teilnehmer steckt. Seit dem Jahr 2005 haben 171 Oberschulen mit einer Gesamtzahl von 60 Projekten an dem Wettbewerb teilgenommen. Mindestens 3 Projekte sind jedes Mal im Finale gewesen und 2-mal haben die Südtiroler Studenten den ersten Preis geholt. Die Projekte müssen in schriftlicher Form abgegeben werden und werden dann von einer regionalen Jury bewertet. Die Autoren der Arbeiten werden dann eingeladen, ihr Projekt vor einer interregionalen Kommission am 10. und 11. April 2014 in Bozen vorzustellen.